Hallo, 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 hier ist wieder IJMBS und heute haben wir Schoketten Selection Goldpistazie jetzt neu. Das ist doch mal was, oder? Gold. Wow, mega edel. Tja, was haben wir da? Schoketten Gold. Weiße Schokolade mit Pistazienstücken, Pistaziencremefüllung und Edelvollmilchschokolade. Ludwig Schokolade GmbH, Member of the Krüger Group. Aha. Gibt's ja noch mehr Sorten? Ja, die sehen auch gut aus. Ja, so eine Edelsorte mal. Nicht schlecht. Pistazie klingt gut. Schauen wir mal. Lasche umklappen. Oh nein, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Egal. Ui, eine goldene Folie. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Ja, und da sind sie, unsere kleinen Schokettenstücke. Und da sehen wir auch schon die kleinen Pistazienstücke drin. Unten ist die Vollmilchschokolade, hier ist die weiße Schokolade. So ist das Ganze aufgebaut. Na, dann probieren wir mal. Ja, also. Die Schokolade ist erstmal relativ weich durch diese Füllung. Und im ersten Moment wirkt die Pistazie gar nicht. Also es kommt wirklich nur sehr süß mit durch die Schokolade. Was ich euch wirklich nur empfehlen kann bei dieser Schokolade. Sollte man kühl stellen. Legt die mal in den Kühlschrank und probiert die danach nochmal. Das ist etwas ganz anderes. Ich habe das zum Glück schon vorbereitet gehabt. Wenn man die kühl probiert, ist das was ganz anderes. Dann wird die Creme innen etwas fester und dieser Schwall an Süß, den man bekommt, wenn man die warm isst, der verschwindet etwas und so die feinen Pistaziennuancen kommen viel besser durch, weil dann ist die nämlich wirklich ziemlich gut. Aber wenn man die so normal bei Raumtemperatur ist, dann geht es leider etwas verloren und man denkt, wo ist da jetzt die Pistazie? Das ist ja nur süß, aber wirklich legt die mal kalt und probiert es. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Und dann kann ich euch die wirklich empfehlen, weil dann kommt fein, ganz fein die Pistazie durch und dann ist dann wirklich ganz, ganz fein. Meiner Meinung nach hätte es hier unten die Edelvollmilchschokolade gar nicht gebraucht. Die hätte man weglassen können. Nur die weiße Pistazie hätte mir gereicht persönlich. Aber gut. Ja, lasst mich mal wissen, ob ihr die schon mal probiert habt. Vielleicht auch die anderen Sorten. Und wie hat es euch geschmeckt? Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schweine Noelle! Oh ja, von mir aus auch das! Ah, alles klar, au revoir! Und der Daumen hoch und der Kommentar noch dazu und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denne. Antenne!